So, herzlich willkommen. Neue Folge der Sicherheitsphilosophen. Heute mal vis-à-vis, mal wieder. Was heißt mal wieder? Also in der Form tatsächlich nicht, aber mal wieder möglich in Corona-Zeiten. Ich habe den Florian Flörsheimer heute bei mir. Und Florian, am besten stellst du dich selber vor, weil du kannst das am besten. Ja, ich weiß nicht, ob man es immer selber am besten machen kann. Ja, meinen Namen muss ich jetzt nicht wiederholen. Meistens wiederholen die Leute immer erstmal ihren Namen gerade vorgestellt. Also ich bin Politikwissenschaftler, arbeite seit 10 Jahren als Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen, eben hier an der HWR im Fachbereich Polizei- und Sicherheitsmanagement. Und warum? Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mich, als ich promoviert habe, das war jetzt also bis vor 10 Jahren, dazu entschlossen, mir das Thema private Sicherheit näher anzuschauen. Ne? Und zwar wirklich in dieser Allgemeinheit zunächst erstmal und bin eigentlich erst über ein paar sagen wir Vorstellungen oder Ideen zum Thema, was für Folgen hat die Privatisierung im Sicherheitsbereich für den Staat, für die Gesellschaft, dann eigentlich auch erst an das private Sicherheitsgewerbe gekommen, ne? Darauf gestoßen, dass wir dieses Gewerbe hier haben und habe mich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt, was für eine Branche das eigentlich ist, welche Dimensionen die hat, ja, und natürlich auch habe ich mir ja andere Sektoren jetzt noch nebenbei auch angeschaut, ne? Zum Beispiel, wenn man von Privatisierung von Sicherheit spricht, ganz allgemein, dann kann man ja auf verschiedene Ideen kommen. Also jetzt nicht nur dieses Bewachungsgewerbe, das wir kennen, sondern das war damals, als ich die ersten Gedanken dazu entwickelt habe, da war ja noch der Irakkrieg und dann hat man in der Presse viel gehört über diese Sicherheitsfirmen oder in der Zeitung hieß es ja dann oft Militär- oder sogar Söldnerfirmen, die dann da aktiv sein sollen, ohne die US-Amerikaner diesen Krieg hätten gar nicht führen können oder beziehungsweise die Besatzung. Ja, das war eher so der Skandal, der mich dann da auch animiert hat, mich damit zu beschäftigen. Und dann auch noch die Geschichte mit der Bundeswehr und die Debatten um die Zukunft der Bundeswehr, die dann letztlich ja ein paar Jahre später dann auch, da ist die Wehrpflicht ausgesetzt worden, die Bundeswehr wurde also zu einer Freiwilligenarmee, dann gab es da auch Diskussionen, dass die Bundeswehr ihre Kasernen bewachen lässt von privaten Sicherheitsunternehmen. Naja, und so ein paar, da kann man noch viele andere Beispiele nennen, um es auf den Punkt zu bringen. Das hat mich also dazu gebracht, mich damit zu beschäftigen und weil ich dann eben dazu die Arbeit geschrieben habe, denke ich, habe ich dann auch die Lehraufträge hier bekommen. Ich habe auch Lehraufträge bei der Bundeswehr mittlerweile und auch bei der Polizeihochschule in Brandenburg, wie gesagt, ne, dass man spezialisiert sich ja dann so mit der Zeit und schließlich kam ich dann eben auch auf die Idee, ganz speziell zum Thema privates Sicherheitsgewerbe hier eine Lehrveranstaltung anzubieten im Rahmen der sogenannten Vertiefungsmodule, also einer Vertiefung in das Fach hinein. Dieses Seminar ist offen für Leute, die bei der Polizei im Polizeistudiengang studieren und diejenigen, die Sicherheitsmanagement studieren. Und mache ich jetzt schon seit einigen Semestern. Ich glaube, das ist jetzt schon die, ja, so viel, hört sich jetzt nicht auch so viel an, das ist, glaube ich, die 5. Veranstaltung. Ja, aber das habe ich dann immer mehr ausgeweitet und immer mehr Vertreter aus der Branche reingenommen in die Veranstaltung, so dass ich also versuche, eine Veranstaltung anzubieten, die sowohl, sagen wir mal, die ganz praktischen Dinge behandelt, die da wichtig sind, die also auch in der Ausbildung in dem Sicherheitsgewerbe eine Rolle spielen, die Praxis des Berufsalltags auch mit reinbringen und dann zusätzlich aber auch nochmal so eine Ebene einer theoretischen Reflexion auch nochmal mit reinzubringen. Ja? Also wirklich der Versuch, möglichst viele Perspektiven die man da einnehmen kann, die da vielleicht auch eine Rolle spielen sollten, wenn man sich mit dem Gewerbe beschäftigt, mit hineinzubringen. Ja. Genau, und in diesem Kontext haben wir uns ja auch kennengelernt, genau, wir beide. Stimmt. Du hattest mich eingeladen, nachdem wir vorher in der AG Security aus Zusammenschluss, wenn man formalen Zusammenschluss, informellen Zusammenschluss von diversen Flüchtlingsräten und dem Republikanischen Anwaltsverein, genau, uns in einem
der Online-Meetings so virtuell kennengelernt haben und festgestellt haben, dass es da ein paar Überschneidungsaspekte gibt. Deinen Namen hatte ich allerdings vorher auch schon mal gehört. Ich kann jetzt nicht mehr rekonstruieren, in welchem, wo genau wie. Ja? Vielleicht, weil der Herr Deliomini, glaube ich, hatte. Mhm. Es kann sein, ich bin der übrigens auch in diesem Vertiefungsgebiet genau, einen Vortrag gehalten. Aus Bielefeld, ein sehr bekannter Dozent und Geschäftsführer. Ich glaube, er hatte mal dich erwähnt in dem Kontext mit diesem BDSW-Skandelchen. Ja? Möglich. Das kann sein, da bin ich mir aber sicher, das spielt jetzt auch keine Rolle. Jedenfalls war dein Name mir schon bereits ein Begriff, ohne dass ich dich schon kannte. So, dann war sozusagen das freudige Ereignis oder der Zufall, dass du dann eben auch in dieser AG bei einer Sitzung dabei warst, was ich vorher nicht wusste. So, und dann umgekehrt dachte ich einfach, na gut, also jetzt, wie gesagt, ich will mein Seminar sozusagen aus, man kann auch wirklich sagen, so aus dem akademischen Bereich hinausholen, weil ich ja auch angefangen habe, Exkursionen zu Sicherheitsfirmen zu machen und nicht nur Leute hier einzuladen, aber mir schien dann einfach, es eine wunderbare Idee, dich einzuladen in die Veranstaltung, und wir arbeiten jetzt ja auch da zusammen und ich hoffe auch in Zukunft weiter, weil davon können alle nur profitieren. Ja, also natürlich in erster Linie die Studierenden, für die das gedacht ist. Aber wie wir auch heute gesehen haben, wir hatten einen Vertreter von Eitner Security heute hier, ist es sicherlich auch etwas für Leute, die in der Branche arbeiten oder sich aus welcher Perspektive auch immer damit beschäftigen, auch gut, vielleicht so eine Art, ich will es fast schon Schmelztiegel nennen, aber das ist ein bisschen übertrieben. Also ne, so sagen wir mal, eine Gelegenheit zu haben, die eigene Perspektive auf die Branche mit reinzubringen. Ja, für mich ist es natürlich dann auch so die Vorstellung, die Idee, dass es so Synergieeffekte geben könnte. Ja, wie auch immer sich das weiterentwickeln wird, ja, man sollte immer versuchen, sich weiterzuentwickeln, ne, und auch die Arbeit, die man hat, weiterzuentwickeln. Und das kann man nie alleine machen. Da muss man immer kooperieren, um neue Sichtweisen reinzubringen. Das ist ganz normal. Mhm. Ja, und deswegen. Was ich ganz spannend finde, bevor wir haben uns ja vorgenommen, wir haben ja gar kein Skript dabei, ich habe keine Fragen vorbereitet, weil wir uns jetzt schon seit Monaten immer mal wieder entweder virtuell treffen oder auch schon persönlich treffen und immer wieder in diese Situation kommen, diese Gesprächsatmosphäre, und hast du dazu was gehört und dazu, und was ist deine Meinung dazu, das soll ja der Kern sein, aber was ich vorneweg noch selber gar nicht wusste und was mich total interessiert, du hast ja eigentlich, ich sag mal aus der akademischen Perspektive, einen ähnlichen Weg hinter dir, wie viele private Sicherheitskräfte oder Führungsverantwortliche. Das ist mir gerade nur so als Vergleich aufgefallen, weil du gesagt hast, okay, du hast dein Kontakt zur privaten Sicherheitsbranche ist eigentlich auch eher über diese Fragestellung private, nennen wir sie mal Söldnerfirmen, ist das sicherlich nochmal anders so ein bisschen zu bewerten, aber wir sie mal im allgemeinen Sprachgebrauch Söldnerfirmen. Über den öffentlichen Diskurs. Über den öffentlichen Diskurs, Bundeswehr und jetzt praktisch Vertiefungsgebiet, Sicherheitsmanagement, Studenten, was ja, ich sag mal im Umkehrschluss, in der Karriereleiter ja auch ganz klassisch noch im privaten Sicherheitsgewerbe da ist. Ich habe eine Karriere in der Bundeswehr, überlege mir dann, wo kann ich danach eine Anschlussverwendung finden, und dann ist oftmals ja eben auch das private Sicherheitsgewerbe Wobei jemand, der aus der Bundeswehr kommt oder so, der hat ja eine eigene berufliche Praxis, ne? Ja. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Akademiker dann. Nicht unbedingt, aber ich sage nur, also deine akademische Schiene mit der praktischen Schiene da. Dieses, was ich ja versucht habe in meinem Vortrag auch so ein bisschen rauszustellen, zu sagen. Wir müssen doch eigentlich mal, oder ich formuliere es mal eine Frage um, ist die Sicherheitsbranche aus deiner Sicht selbstständig, also als Berufsbild selbstständig, als so attraktiv, dass Leute sagen, ich möchte genauso, wie man sich entscheidet, ich gehe in den Einzelhandel und werde jetzt Kaufmann oder ich werde Verkäufer oder ich wäre, Landschaftsgärtner, oder sind wir immer noch so, dass wir uns eigentlich so ein bisschen davon speisen von, wo finde ich praktisch die Nähe von meiner vorangegangenen Verwendung, sei es in der Polizei, in der Bundeswehr,
Ich denke und, ja, um es mal kurz zu sagen. Es ist immer noch so. Und zwar gilt es für alle Bereiche. Ja? Es gilt für die Beschäftigten. Ja? Und zwar in allen Qualifikationsstufen. Na gut, du kannst natürlich sagen, diejenigen, die jetzt die Fachkraftausbildung machen, die haben natürlich dann wahrscheinlich schon ab irgendeinem Punkt die bewusste Entscheidung getroffen. Ja. Gut, aber man trifft auch eine bewusste Entscheidung, selbst wenn man nichts anderes findet. Jetzt gehe ich halt in die Sicherheitsbranche grundsätzlich. Aber ich glaube, das gilt selbst für die Geschäftsführer und die Geschäfteinhaber, ja, dass viele von denen eigentlich erstmal was anderes gemacht haben. Auf der anderen Seite mag es durchaus sein, aber ich kenne jetzt leider auch keine Statistik, das wäre mal interessant, dass es in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ich meine, die Branche ist ja natürlich auch gewachsen, ja, und es hat sich also ein Geschäftsfeld erweitert, dass mehr und mehr Leute auf die Idee gekommen sind, ganz von vornherein sich jetzt darauf festzulegen. Mhm. Na, also das ist natürlich schwierig, es ist ganz einfach nachvollziehbar, wenn und brauchst du auch erstmal Leute, die sich vorher dazu entschieden haben, ihre Lehre, ihre Ausbildung, ne, in dem Sektor zu machen und die dann eine gewisse Zeit im Beruf tätig waren und dann soweit sich qualifiziert haben, ja, und auch sagen wir den beruflichen Ehrgeiz entwickelt haben, dann zum Beispiel da selbstständig zu werden. Ja. Man müsste jetzt mal gucken, das könnte man ja machen, wäre vielleicht ein interessantes Projekt, mal sämtliche Geschäftsführer, die man findet, ja, zu fragen, was hast du denn vorher gemacht? Da wird wahrscheinlich die große Mehrheit immer noch, wir waren vorher bei der Bundeswehr, vorher bei der Polizei und haben dies Stasi und das gemacht. Nicht zu vergessen. Ja, ja, gut, aber das nimmt auch mehr ab und ist bestimmt auch nicht dominant. Nein, aber also, dass da viele Leute, ich meine, klar haben die sich irgendwann dazu entschieden, selbstständig zu werden und haben aber sicherlich damit, ich glaube schon, erstmal nicht angefangen. Wobei, das ist ganz logisch, ich meine, als Geschäftsführer fängt man nicht so einfach an, sondern man hat vorher irgendeine Lehre, irgendwas gemacht, ja, oder man hat eben, keine Ahnung, man ist Betriebswirt und sucht dann eben ein Geschäftsfeld, ja. Insofern, man müsste, um da wirklich klare Aussagen treffen zu können, müsste man das erstmal wirklich untersuchen. Aber mein Eindruck ist eben der, und darauf möchtest du ja hinaus, dass die Branche sich noch nicht so wirklich aus sich selbst rekrutiert oder reproduziert. Ja? Aber das sind ja auch die bekannten Probleme. Also warum steigen viele Leute überhaupt in die Branche ein? Ja, also wie gesagt, das gilt für denjenigen, der jetzt vielleicht beim Jobcenter ist und irgendeinen Job braucht, der macht dann eben sowas. Und das gilt dann vielleicht eben auch für Geschäftsführer, ja, für leitende Angestellte, weil, wie du auch schon angedeutet hast, liegt in der Natur der Sache, wenn ich aus der Bundeswehr raus bin, aus der Polizei raus bin und ich brauche trotzdem noch einen Job, dann liegt es irgendwie nahe da, was zu machen. So. Ja, und dann bei der Ausbildung, das ist die beiden Ausbildungsgänge, also Fachkraft und die Servicekraft, die gibt es ja auch noch nicht so lange, obwohl für die Fachkraft sind es bald 20 Jahre. Voll krass, ja, das ist, also eigentlich müsste man denken, eigentlich schon eine lange Zeit, aber es gibt ja die bekannten Probleme. Man hat nicht so wahnsinnig viele Leute, aber da stellt sich die Frage, braucht die Branche, hat eigentlich so viel, also hat die Branche das Interesse eigentlich an so vielen Fachkräften? Das würde ich ja eigentlich schon fast bezweifeln, dass da das Interesse gar nicht so groß ist. So, dass das vielleicht, es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist ja vielleicht auch eher so eine Werbegeschichte gewesen. Ja, also ich will damit nicht übertreiben, ja, aber dass so, dass man da eine Ausbildungsgänge dann entwickelt hat. Natürlich braucht man wie in jeder Branche auch qualifiziertes Führungspersonal, aber vielleicht nicht unbedingt in Massen, ja, und ja, sondern vielleicht nur begrenzt. Und dann ist es eben so, bisher sind die Ausbildungsberufe, die beiden anscheinend nicht so attraktiv, dass sehr viele Leute sich dazu entschließen, es anzugehen oder dabei bleiben. Haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal gehört, auch von anderen, von Kollegen, ja, die sagen, ja, also bei der Fachkraft gibt es viele Leute, die das abbrechen. Und bei Servicekraft gibt es einfach nicht so viele, die das machen. Ja, das, ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass viele von, also die Leute, das weiß ich nicht, vielleicht weißt du das, von denen, die jetzt anfangen mit der Ausbildung, sind es Leute, die von vornherein sagen, ich gehe jetzt hier in die Sicherheitsbranche und fange mit der Ausbildung an? Oder sind es eben eher Leute, die vorher, ich habe mal angefangen bei Best, meinetwegen, ne, so als Jobber oder keine Ahnung, habe halt die Unterrichtung mal gemacht oder Sachkunde nebenbei irgendwann, so ein zweites Standbein zu haben oder und dann plötzlich bin ich
nicht in der Firma und dann wird gesagt, hier, Fachkraft ist doch auch eine gute Idee, mach mal. Also ich kann nur von meiner Zeit sprechen und das war, ich fühle mich jetzt gerade richtig alt, 2009, 2010 gewesen. Ja. Und da war es tatsächlich so, dass die auch diejenigen, die in die Ausbildung gegangen sind, vom Arbeitsamt geschickt wurden. Und denen gesagt wurde, pass auf, ihr müsst, ihr habt. Das war ein Großteil gewesen. Damals, wie gesagt, wie das heute ist, fällt es mir schwer zu beurteilen. Klar, hattest du den ein oder anderen Idealisten darunter. Und ich glaube auch, dass du heute junge Menschen hast, die sagen, sie wollen diese Ausbildung machen. Gibt es ja auch gute Beispiele dafür. Bei DB Sicherheit beispielsweise ist ja jetzt selber ein Beispiel beim BDSW gerade zertifiziert worden oder bepreist worden, ausgezeichnet worden für deren Ausbildungskonzept hier im Berlin-Brandenburger Raum. Aber das Spannende ist, ich würde ja noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, das, weil du ja gesagt hast, wie sieht es mit den Zahlen aus? Schwierig, glaube ich, aber wenn wir uns einfach nur mal vor Augen halten, dass über Jahre konstant die Einstiegsqualifikation, Unterrichtung, Sachkunde, 90% aller Mitarbeiter, die zumindest bei BDSW organisierten Unternehmen ausmachen, dass man eine Fachkraftausbildung geschafft hat als erstes vor 20 Jahren, dann festgestellt hat, die Leute brechen sie ab und sich dann aber nicht dahingehend orientiert hat. Und das ist ja immer das, was mich so ein bisschen, aber vielleicht kannst du da auch gleich nochmal deinen Eindruck schildern, wir orientieren uns als Branche immer nach unten. Also wir orientieren uns nicht dahin zu sagen, okay, wie kriegen wir jetzt die Leute, die Prüfung bestehen, sondern man hat festgestellt mit der Fachkraftausbildung, oh, da brechen viele ab, weil es vielleicht zu komplex ist, zu schwierig ist. Mhm. Und anstatt sich einen Bereich zu suchen oder einen Pool an Menschen zu suchen, dem man sagt, wir machen jetzt die Branche attraktiver und kriegen dadurch aus genau die Leute, die Prüfung auch bestehen, hat man gesagt, okay, man schafft die zweijährige Ausbildung an, die Servicekraft für Schutz und Sicherheit, und dann werden da hoffentlich mehr von den Auszubildenden bestehen. Und die gleiche Orientierung hatten wir, haben wir jetzt, in deinem Vertiefungsgebiet war ja auch der Herr Stoppelkamp da gewesen und hat so ein bisschen auch wieder das Sicherheitsdienstleistungsgesetz vorgestellt. Ja. Und da war ja auch ganz klar die Botschaft, wir wollen eine Basisqualifikation. Wir wollen nicht professioneller werden, qualifizierter werden in der Branche, sondern wir wollen eigentlich bei dem bleiben, was wir jetzt haben. Ist das auch so? Ja, ich denke, ist ja meine Bubble, meine subjektive Wahrnehmung. Aber meine ist es auch so. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es hier wirklich ernsthaft darum ging, also mit diesen beiden Ausbildungsgängen sozusagen da einen Startschuss zu geben für im Sinne der Beschäftigten, also im Sinne der ganzen Branche, eine Aufwertung, sondern das war hauptsächlich ein Signal nach außen. Mhm. Ja, das war Teil der Strategie, dieses Berufsverbandes oder eben auch der großen Firmen, dafür mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, einfach. Und wie gesagt, teilweise braucht man auch so Leute, weil auch die Führungsebene, die muss sich ja durchaus rekrutieren. Also gerade die großen Unternehmen, du kannst natürlich einen Geschäftsführer haben, der vielleicht nicht unbedingt selber in der Branche sozialisiert ist, aber dann brauchst du mindestens einen leitenden Angestellten, der das kann. Mhm. Ne? Und dafür braucht man dann die Fachkräfte. Also ich glaube, es war nie Absicht, da eine Ausbildung zu schaffen, die sozusagen dann allgemein flächendeckend für alle gelten soll. Weil das eben nicht im Interesse der großen Mehrheit der Unternehmen ist, denke ich mal, diesen Aufwand zu betreiben. Nicht umsonst ist es ja so, hat man ja auch, wenn sich das vielleicht jetzt mehr so ins Bewusstsein ist oder dass man das problematisiert hat oder skandalisiert hat, dass es viele Firmen gibt, wahrscheinlich hauptsächlich kleinere, die Leute nehmen, denen die Ausbildung versprechen, sie dann aber sofort voll einsetzen zu 100% und dann gar nicht mehr den Abschluss machen lassen oder so etwas. Ja, also die Situation eigentlich nur ausnutzen, wo im Grunde die Ausbildung ein bloßes Versprechen ist. Also wenn ich mich so ein bisschen auch an die Ausführungen von Herrn Deliomini erinnere, also da muss man natürlich vorsichtig sein, da jetzt so einen allgemeinen Rundumschlag, so einen allgemeinen Vorwurf, aber mein Eindruck ist eben wirklich der, dass es hier nicht um die Beschäftigten geht oder diejenigen, die jetzt die Fachkraftausbildung machen sollen. Ja? Für die Aufträge, für die Durchführung der Aufträge, für das Geschäft, damit es sich rentiert, braucht man das nicht. Ja?
Glaube ich. Ich meine, natürlich kannst du immer sagen, okay, jetzt haben wir so Ausbildungsgänge, das qualifizierte Leute, und natürlich kann man mit denen auch Werbung machen, natürlich kann man auch die Kunden davon überzeugen, diese Leute zu nehmen, natürlich kann man auch sagen, die haben aber auch noch, sagen wir, tatsächlich ein anderes Niveau als andere. Aber brauchen wir die denn deswegen für die konkreten Tätigkeiten immer? Wie viele Leute mit dem Ausbildungsniveau, ja, wo sich brauchst du, oder sind die besser qualifiziert? Das ist vielleicht die spannende Frage. Sind die de facto besser qualifiziert, als wenn ich einen Mitarbeiter habe, der jetzt, keine Ahnung, die GSSK gemacht hat? Ja, oder der halt die deswegen irgendwann gemacht hat, weil er schon mindestens 5 Jahre in der Branche gearbeitet hat. Ja, und wir wissen doch auch aus den Verträgen, dem, was uns viele Leute sagen, viele Kunden wollen dann eine GSSK-Kraft. Ja? Ja. So, und warum dann sozusagen in die Ausbildung investieren? Weil in die Ausbildung investieren heißt ja jetzt nicht nur, dass das Unternehmen da investiert, sondern die investieren ja auch mit der Perspektive, dass sie dann Fachkräfte haben, für die sie wieder mehr Geld verlangen können. Aber wenn die nicht nachgefragt werden oder wenn die vom Kunden nicht bezahlt werden, dann ist es wirtschaftlich wahrscheinlich nicht besonders sinnvoll. Ja. Was mir ein Gedanke, der mir jetzt dann noch dazu kommt, man müsste das ja mal wahrscheinlich mit anderen Gewerben, vergleichen. Ja? Also, weil hier geht es nicht in erster Linie nur um Sicherheit. Das ist nicht der Punkt, das Entscheidende. Also, dass man sagen kann, wir brauchen jetzt diese Leute, weil die sind für das Thema Sicherheit besser qualifiziert. Das wäre gut. Ich sage nicht, dass nicht so sein soll, sondern ich glaube, es geht da nicht in erster Linie darum. Ja? Man müsste also wirklich der Öffentlichkeit den Unternehmen, den Kunden deutlich machen, und ich glaube, diese Deutlichkeit fehlt einfach, weil das Interesse eben nicht so groß ist, dass du es mit den Leuten hast, die diese Ausbildung haben, auch machen, dann auch mit Leuten hast, die wirklich die Dinge besser beherrschen. Ja, das ist doch bei den Handwerken genauso. Allerdings hast du hier ja auch, wenn du die andere Handwerksbereiche anguckst, ja, oder ich meine, früher hat man mal gesagt, ich denke mehr als heute vielleicht, also man nimmt nur einen gut ausgebildeten Handwerker, einen Meister, ja, und einen, und weil da weiß man, da kann man sich drauf verlassen, die können das. Heute stehen auch Handwerksbetriebe so ziemlich unter Konkurrenzdruck, ja, auch von nicht qualifizierten, nicht gut ausgebildeten Leuten, egal wo die jetzt herkommen oder warum, ja, die Dinge billiger anbieten können oder machen, und dann werden die bevorzugt. Und so denkt ja auch ein Unternehmen, ja. Aber warum denken wir bei Sicherheit immer noch so? Ich meine, weißt du, wir müssen ja, Sicherheit war jetzt ein Wahlkampfthema, Bundestagswahl 2021 gewesen. Wir schauen jetzt die paar wenigen Weihnachtsmärkte, die es noch gibt, überall Sicherheit, Terrorschutz. Wir haben gerade bei Veranstaltungen in dem Vortrag Sicherheit, oberste Priorität. Und dann sagen wir am Ende des Tages, naja, aber es hat nicht so ganz einen Stellenwert, dass wir wirklich an jeder Stelle jemanden haben wollen, der das gelernt hat. Ne? Also, ich glaube, das hat viele Gründe, aber in der Öffentlichkeit zum Beispiel, jemand, der für Sicherheit zuständig ist, der mich als Teil der Öffentlichkeit, als Staatsbürger, der irgendwo unterwegs ist, beschützen soll, ja, mich vor Gefahren schützen soll, der dafür 3 Jahre gelernt hat, das ist ein Polizeibeamter. Ja. Der muss 3 Jahre oder 2,5 Jahre mindestens das lernen, und der kann der das. Wozu braucht man dann noch einen privat geschulten Sicherheitsmitarbeiter, der jetzt natürlich nicht genau dasselbe lernt, aber der, wenn der auch 3 Jahre ausgebildet werden soll, es ist zumindest von der Dauer her, von der Intensität her, auch wenn es nicht dasselbe ist und mit auch nicht dieselben Befugnisse zur Folge hat, doch vergleichbar. Ja? Aber da sagst du ja einen Punkt, der letztendlich total eine Diskrepanz aufzeigt. Ne? Also wenn wir in dieser Idealwelt leben, dass wir eine klare Trennung zwischen öffentlicher Sicherheit und privater Sicherheit hätten, nämlich zu sagen, pass mal auf, alles was draußen passiert oder wo vielleicht auch ein Großteil der Bevölkerung, vielleicht wie Großveranstaltungen, wie Weihnachtsmärkte, wie, ja weiß ich nicht, Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr oder ähnliches. Wenn wir da eine klare Trennung hätten,
dass wir sagen, okay, das ist, macht der Staat, weil irgendwie betrifft das alle und für alle muss ein gewisses Level getroffen werden. Und wir hier, ob jetzt nun Tante Erna sagt, sie möchte in ihrer Wohnung, weil sie dort irgendwie 20.000 Euro Bargeld hat und zwei Wochen verreist ist, jemand sitzen hat, der darauf aufpasst, das ist privat, klassisch getrennt, aber diese Idealwelt haben wir ja nicht, sondern wir leben ja davon, dass wir eigentlich eine, ich würde es jetzt mal provokant formulieren, eine Überflutung der privaten Sicherheit haben in den öffentlichen Raum. Sehen wir aus meiner Sicht persönlich aus in der Corona-Pandemie jetzt in den knapp zwei Jahren immer mehr. Das erste, wenn eine neue Verordnung, Corona-Verordnung diskutiert werden soll, meldet sich die Polizeigewerkschaft und auch einzelne Polizisten und sagen, was sollen wir denn noch alles tun? Völliges Verständnis an der Stelle auch dazu. Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum, Straftaten und dann aber auch noch überall Corona-Verstöße. Und ganz aktuell hier Warnung vor Personalmangel. Warnung vor Personalmangel. Und dann kommt plötzlich eine Branche, die sagt, pass mal auf, wir können das auch. Ja, ja. So, und dann kommen aber nicht diejenigen, wie du sagst, naja, wo du dann sagst, okay, ich stell dir das Äquivalent zur öffentlichen Sicherheit hin, nämlich drei Jahre ausgebildet mit einem ganz anderen Fokus, aber die haben, darauf kannst du dich verlassen, darauf kannst du, die haben Rechtskenntnisse, die haben Deeskalationstechniken etc. Sondern dann kommt Tarifvertrag Verdi, Berlin-Brandenburg, der Hilfsarbeiter. Und dem sagst du dann, okay, und jetzt das, was vorher ein Polizist machen konnte, macht jetzt der Hilfsarbeiter, in Teilen vielleicht mit anderen Befugnissen, aber die öffentliche Sicherheit geben wir dir lieber Hilfsarbeiter über. Ist das so ein Feedback, was du auch in der Lehre so wiedergespiegelt bekommst, dass die Polizisten da so eine Divergenz spüren? Nee, also das kann ich nicht sagen. Auch wenn man es sozusagen aus deiner Argumentation heraus so vermuten könnte, ist das jetzt konkret, ganz offen gesagt, nicht der Fall, weil das hat aber auch mit der Situation hier zu tun. Das ist, ich glaube, da hilft es nicht, das zu interpretieren. Also du hast Leute hier, die allermeistens sind Anfänger, ob jetzt bei der Polizei oder bei SIMA. Es gibt ein paar Leute, die sind älter, die haben vorher schon was anderes gemacht, klar, oder waren also schon länger bei der Polizei oder im Sicherheitsgewerbe. Aber hier in dem Umfeld empfinden sich die Leute jetzt nicht als Konkurrenten oder stehen nicht im Widerspruch. Es ist zwar schon so, dass es so eine Haltung gibt, die ist aber abgeleitet aus den Erzählungen, aus dem Polizeiapparat, dass die anderen, was wollen die eigentlich? Ne? So, sieh mal, Leute, die sind auch, können uns doch gar nicht das Wasser reichen. Also da ist jetzt aber kein Aufschrei. Ja. So, ne? Aber der hat mit der fehlenden Erfahrung zu tun, hat aber auch mit einer anderen Sozialisation zu tun. Ne? Also es ist eine, ich meine, dass jetzt hier an einem Ort beide Bereiche gleichermaßen ausgebildet werden, wobei, wie gesagt, ne, die SIMA-Leute, viele von denen haben das nicht studiert, weil sie in die private Sicherheit, ins Bewachungsgewerbe wollen. Ne? Sie wollen die Konzernsicherheit, die wollen irgendwie sich eher vielleicht mit Technologien beschäftigen. Also, ne? So, das ist eher das Ziel von den meisten. Aber also da ist, weil es eben diese gewissermaßen trotzdem gemeinsame oder räumlich sehr enge Ausbildung gibt, ja, weil private Sicherheit für die junge Generation überhaupt, da ist das Wort schon gar kein Skandal, für früher ist allein schon der Begriff ein Skandal, ne? Die Kompetenzunterschiede werden wahrgenommen, die werden auch, sagen wir, nicht in Frage gestellt, im Gegenteil, aber hier geht es nicht mal um die Frage der Existenzberechtigung beispielsweise, was du jetzt vor 20 Jahren noch hattest, auch in den Polizeibehörden oder so. Ja? Also ich mehr spüre das nicht, dass jetzt in der Polizei eine große Unruhe deswegen bestünde. Also weil die, das hat aber auch damit zu tun, dass die Polizei oder die Funktionäre, die Gewerkschaften da anders argumentieren. Weil natürlich wollen die nicht, dass jetzt die Privaten dass ihre Aufgaben ersetzen, auch wenn sie sagen, hier, wir sind überfordert, sondern da geht es ja darum, der Politik, dem Staat gegenüber zu sagen, ja, hier, ihr müsst uns besser ausstatten, ihr müsst uns besser vorbereiten, ja, wenn ihr uns mehr Aufgaben zuweisen wollt oder so. Und ich meine, natürlich kommt dann das Sicherheitsgewerbe, das ja, wir wissen ja alle, relativ gutes Lobbying gemacht hat, also sehr für eine relativ kleine Branche doch sehr intensiv, ja. Und ich will es, auch wenn das immer von vielen Seiten ausgeschlossen wird, also ne, man sagt, rechtlich ist es nicht möglich eigentlich, ne, dass Private jetzt hoheitliche Aufgaben bekommen, ohne jedenfalls ein Gesetz oder so akut, ja, oder für so, oder sagen wir ohne Gesetz auf niedriger Schwelle, ja, oder und die Polizei
sieht es natürlich genauso. Und man könnte jetzt sagen, wenn jetzt so ein Berufsverband, also BDSW, daherkommt und sagt, ja, wir können aber, ihr müsst uns nur lassen, dann frage ich mich trotzdem, natürlich haben die ein Interesse am Geschäft, aber wie viel davon wollen sie wirklich, weil das für die Verantwortung und Aufwand bedeutet. Ja? Also das, aber worauf ich hinaus will, ist etwas anderes. Solche Situationen, wie jetzt so eine Corona-Krise, ja, die also den Staat gewissermaßen überfordert oder herausfordert und, ne, und das Personal, da kann es ja schon mal passieren, dass man aus lauter Verzweiflung, ja, sich die Situation, es dann tatsächlich ein Türöffner ist für das Gewerbe. Mhm. Weiter, du hast es ja so ein bisschen schon beschrieben oder angedeutet. Ja? Also unabhängig von irgendwelchen gesetzlichen Einschränkungen, die es zwar immer noch gibt, auf die man immer noch rekurrieren kann, die immer noch sozusagen dem im Wege stehen, ja? Die Praxis schafft ja auch Fakten. Ja? Und deswegen halte ich es, will ich es nicht ausschließen und schon sozusagen aus meinem Interesse heraus würde ich es sowieso hochhalten wollen, das nie aus dem Auge zu verlieren, dass damit auch Probleme und Gefahren verbunden sind, ja. Würde man jetzt dem privaten Sicherheitsgewerbe weiterhin den öffentlichen Raum öffnen. Das hat also, na, da gibt es nicht nur die gesetzliche Schranke, dann könnte man sagen, es gibt auch, sagen wir mal, eine Schranke in dem Sinne, dass es auch gewissermaßen gegen die Logik eines des Gewerbes steht, so viele Tätigkeiten zu übernehmen, dass die sich selber übernehmen würden, dass sie selber eine ernsthafte Verantwortung geben. Das wollen die auch nicht. Woran machst du das fest, dass sie das nicht wollen? Naja, weil das finde ich total spannend. Naja, ich habe einen anderen Eindruck. Ja, weil diesen Eindruck, den du da jetzt hast, den hatte ich früher auch. Und ich deswegen sage ich hier als Rhetorik, das ist Rhetorik oder als, sagen wir mal, ja, Strategie, ist es auch ernst zu nehmen. Aber das ist ungefähr so ähnlich. Ich will es mal vergleichen, mal ein kurzer Ausflug in die Geopolitik, die aktuelle. Wenn der Putin seine 100.000 Soldaten da an die Grenze zur Ukraine, jetzt reden alle von der Kriegsgefahr. Hm. Ja, gleichzeitig, wenn man mit Diplomaten, erfahrenen Offizieren spricht, dann sagen die einem zumindest, ja, das gehört aber zum diplomatischen Spiel dazu. Das schließt nicht die Gefahr aus, dass es tatsächlich zu kriegerischen Aktionen kommen kann. Aber es ist zunächst einmal erstmal nur ein Teil eines diplomatischen Spiels, wo man das in die Waagschale erst wirft. Erst nicht in der Ukraine, ne? Ja, genauso ja. Wie die genau, man stellt ja erstmal nicht so in diesem weil, Bereich. Das ist so immer, man kommt es mir so vor, also der Putin setzt seine Soldaten ein in diesem außenpolitischen, diplomatischen Spiel als Bedrohungsszenario und hierzulande könnte man jetzt sagen, wer ist das sowas, wie für die NATO ist es sowas, oh guck mal, da ist die Gefahr, also müssen wir uns rüsten und wappnen. Ne? Also so ungefähr, man profitiert gegenseitig davon, ja, auch was, womit ich die Gefahr aber trotzdem nicht kleinreden möchte, weil die ist ja trotzdem irgendwo da, aber zunächst sollte man erstmal wahrnehmen, dass das hier auch viel gespielt und im Säbel gerasselt wird und dass man gegenseitige Interessen dadurch bedient, letzten Endes. Und hier ist es vielleicht ähnlich, ja, also es ist doch so, also worauf ich erstmal meine Beobachtung, die jetzt so ein bisschen anders ist, also stütze ist, also erstmal von der Logik her, man redet ja immer da schnell über das staatliche Gewaltmonopol, ja, und die einen, also die harten Kritiker, die befürchten dann immer ganz schnell, dass das Gewaltmonopol in Frage gestellt wird. Das Sicherheitsgewerbe kommt dann sozusagen mit seiner Litanei, ja, der Staat hat das Gewaltmonopol, aber eben kein Sicherheitsmonopol und wir wollen überhaupt nicht das Gewaltmonopol in Frage stellen. Das wollen sie auch nicht, weil man auch sagen kann, das haben ja auch schon andere Leute, die sich da wissenschaftlich mit beschäftigt haben, schon vor 20 Jahren gesagt. Benno Kirch beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Wenn man so will, die Macht oder die Fähigkeiten der Sicherheitsbranche da ihre Dienstleistungen annehmen, ist abgeleitet vom Gewaltmonopol. Das heißt, die stützt sich letztlich darauf, dass
sie sich immer auf die Polizei, die haben die Polizei oder das staatliche Gewaltmonopol immer im Rücken, ja, auf das, weil das merken wir ja schon daran, ein privater Sicherheitsdienstmitarbeiter, der hat nur begrenzte Rechte, ja, der darf nur das Hausrecht durchsetzen und wenn es zu Straftaten kommt, muss er die Polizei rufen. So, das symbolisiert im Grunde das, dass das Sicherheitsgewerbe als Branche nur existieren kann, weil es noch eine andere Gewalt gibt, die im Falle des Falles eingreift, wenn es hart auf hart kommt. So, ja, das heißt, es gibt ja auch, kennst ja unseren Kollegen Eick beispielsweise, aber nicht nur er, der sagt, und ich finde das auch richtig, der Branche geht es nicht um Sicherheit in erster Linie, sondern hier geht es darum, ein Geschäft zu machen, ne? Gewinne zu erwirtschaften. Eine Sicherheit, natürlich ist es so wie bei allen Waren oder Dienstleistungen, die man verkauft, die müssen ein gewisses Maß an Qualität haben und sagen wir Nützlichkeit haben, damit sie ihre Rechtfertigung bekommen. Ja. Ne? Also man kann jetzt nicht einfach nur Geld um des Geldes willen verdienen, gut, sondern muss irgendeine Dienstleistung anbieten, von der andere profitieren. So, das wird hier natürlich gemacht. Ne? Also man ist, aber stell dir doch mal vor, das mag jetzt sehr abstrakt sein, ja, stell dir doch mal vor, ein Staat käme auf die Idee, sämtliche Sicherheitsdienstleistungen von Privaten organisieren zu lassen. Hm. Ja, das wäre erstmal schweineteuer. Oder beziehungsweise, ja, man müsste sich das gut bezahlen lassen und ich denke mal aus so einer Perspektive. Also wenn wir jetzt den staatlichen, das staatliche Gewaltmonopol kein eigenes Personal, kein eigenes Know-how, keine eigenen Ressourcen mehr hätte, außer eben finanziellen Ressourcen, die dafür ausgegeben werden, wäre das wahrscheinlich nicht besonders vorteilhaft. Ja, und so und das, ich meine, und dann ist natürlich auch die Frage so ein Sicherheitsgewerbe. Also da würde auch wiederum, das kommt noch dazu vielleicht, ja, wie soll das organisiert werden? Wenn du das so organisieren willst, wie sich das viele Wirtschaftsliberale vorstellen, dass du hast also einen Markt, na, sagen wir einen Sicherheitsmarkt und der Staat kauft eben die beste Dienstleistung ein, ja, dann würde sich ja dann auch wieder etwas, so eine Monopolisierung möglicherweise herausstellen. Ich meine, das ist jetzt alles sehr abstrakt. Aber haben wir das nicht schon? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Flughäfen gucke, da würde ich jetzt mal sagen, ohne die Zahlen konkret zu haben, aber ich würde mal sagen, weiß ich nicht, ich übertreibe es vielleicht jetzt auch, 500 privaten Sicherheitskräften an einem Flughafen, denen 50 Bundespolizisten gegenüber. Da kauft der Staat ja schon die Sicherheit ein, die ja gesetzlich eigentlich sein Aufgabenbereich ist. Sicherlich für einen speziellen Bereich, aber da sagt der Staat schon, pass auf, wir legen die Verantwortung für die Luftsicherheit, und Luftsicherheit klingt jetzt erstmal so allgemein, so, ne? Aber wir müssen uns ja einfach nur mal vorstellen, und ist ja auch passiert, Gott sei Dank in Teilen wegen der Dummheit der Terroristen nicht umgesetzt worden, ne? Aber wenn es eben jemand schafft, einen Sprengsatz in seiner Unterhose oder was war das andere im Schuh mit an Flugzeug zu bringen, und das ist dann ein Transatlantikflug, der in Berlin oder in Frankfurt, in Düsseldorf oder sonst irgendwo startet, dann legt man die Verantwortung nicht nur für die 500 bis 1000 Passagiere, die in diesem Flugzeug liegen, sondern vielleicht auch für interkontinentale Konflikte, wir denken da nur an den 11. September zum Beispiel daran, in die Hand von privaten Sicherheitskräften. Klar, da steht ein Bundespolizist irgendwie dahinter, aber der übernimmt ja nicht diese Kontrollaufgabe, der übernimmt ja eigentlich nur die Überwachungsfunktion an dieser Stelle. Ja, aber er hat ja, das stimmt schon, aber rechtlich hat er ja immer noch durch die Aufsicht ja auch eine letzte Verantwortung. Ja. Ja? Also das wird ja so betrachtet in der Praxis, die führen da zwar eine Dienstleistung aus, ja, aber das ist ja nur der begrenzte Bereich der Personen- und Gepäckkontrolle, ja, aber den ganzen Prozess und die Entscheidung, wer darf ins Flugzeug steigen oder nicht, das lässt sich ja die Bundespolizei ja doch nicht nehmen. Formal, ja. Ja, praktisch. Ja. Aber sie können, also, weil ich meine, faktisch ja, aber das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Bundespolizei oder dann eben ja, die staatlichen Verantwortungsbereiche könnten rein theoretisch jederzeit den Privaten da diese Tätigkeit wieder entziehen.
So, ne? Das können die ja jederzeit machen. Und wenn jetzt sozusagen die Situation eskaliert, wenn sich rausstellt, die sind dazu nicht in der Lage, für Sicherheit zu garantieren, dann wird es denen auch schnell wieder entzogen. Mhm. Das heißt, das heißt ja auch Beleihung. Beleihung, ne, auf der Basis eines Gesetzes. Das bedeutet, der Staat kann auch jederzeit diese Beleihung rückgängig machen. Ja. Ja, insofern ist es ausgeliehen, diese Tätigkeit. Ne? Also ich meine, trotzdem ist es ein Unterschied. Also ich will ja nicht sagen, dass es gar keinen Unterschied machen würde, ne, ob da jetzt ein Bundespolizist ist oder ein Privater. Aber sozusagen, es fehlt noch ein Schritt, wo man aus dieser Beleihung eine Firma, die damit Gewinne erwirtschaften will, zu dem Schritt, dass dieselbe Entscheidungen da treffen, strukturelle Entscheidungen treffen, ja, die sozusagen dann tatsächlich das Gewaltmonopol aufweist. Ich meine, früher habe ich das auch eher so etwas orthodox gesehen wie du, weil grundsätzlich dahinter steckt natürlich, oder was da immer, oder was da trotzdem stattfindet, ist natürlich, es ist ja, dass hier der Staat mit Privaten kooperiert, die qua der Tatsache, dass sie da involviert sind und wenn man mit ihnen zusammenarbeiten muss, vielleicht nicht hegemonial sind, vielleicht da nicht sehr viel mit zu entscheiden haben, wie es tatsächlich läuft, aber ja trotzdem beteiligt sind. Mhm. Ja, also da ist vielleicht der Einfluss auf strategische Entscheidungen, sicherheitspolitische Entscheidungen sehr marginal. Ja, und der ist vielleicht, wie gesagt, auch gar nicht so gewollt, weil in erster Linie geht es darum, dass man Geschäftsfeld abdecken möchte, das für ein Unternehmen profitabel ist. Wäre es nicht profitabel, würden sie es nicht anbieten. Ja. Ja, würde jetzt der Staat sagen von heute auf morgen, wir entziehen euch den Bereich, ja, das heißt, wir legen jetzt gesetzlich fest, es findet nicht mehr statt, gut, dann wird vielleicht für die Firmen, die da gerade involviert sind, die werden vielleicht dagegen irgendwie, wären damit nicht zufrieden, aber kurz oder lang würden die sich einfach andere Geschäftsfelder suchen. Die würden die Leute dann irgendwo anders einsetzen. Ja. Wir haben da, wenn man darüber diskutieren möchte, muss man dann meiner Meinung nach auch ganz viele verschiedene Ebenen auch erstmal auseinanderhalten, ne, so in der Analyse und dann gucken, wie man darüber diskutiert. Du hast also die ganz abstrakte Ebene des staatlichen Gewaltmonopols, was bedeutet das? Ja, welche Aufgaben hat der Staat im Interesse der Allgemeinheit durchzuführen und welche nicht. Dann hast du eben dieses Modell, das wir hier haben in Deutschland, wo bestimmte Bereiche geöffnet worden sind, für, wenn du so willst, für kommerzialisiert worden sind, aber unter Vergleichsweise, wenn du es eben mal mit anderen Ländern vergleichst, man muss es nicht machen, das als Vergleichsfolie akzeptieren, aber wenn man das mal tut, doch relativ streng. Naja, das ist schwierig. Also das mit dem strengen Moment. Also es ist immer noch das Verständnis, hier handelt eine Branche abgeleitet nur durch staatliches Gnadentum, wenn ich so will. Ja. Jetzt guck dir die USA an oder England an, wo du schon eine ganz andere Tradition hast, wo du sehr viel mehr Unternehmen hast, die sehr viel mehr tun dürfen, die sind sehr viel eher verstanden, akzeptiert werden in der Öffentlichkeit und auch in ihrer Tätigkeit im öffentlichen Raum. Ja? Na, und, obwohl da hast du natürlich auch immer noch einen Staat dahinter, der denen letztlich auch ihre Lizenzen entziehen kann. Na, also wenn du zum Beispiel es gibt ja Bereiche, also das ist das Widersprüchliche. Jetzt hast du ja in vielen Ländern schon sehr viel länger Gesetze fürs private Sicherheitsgewerbe. Also sowohl manchmal, also in den USA oder England beispielsweise, für diese private Sicherheitsindustrie, heißt dort auch so, ja, die also Bewachung anbietet. Und dann nochmal für die Firmen, da gibt es ja, es überschneidet sich ja sehr schnell, ne, die jetzt im Ausland tätig sind, seien es jetzt Rüstungsunternehmen, die auch mal Dienstleistungen anbieten, ja, oder große Sicherheitsfirmen, die groß geworden sind durch solche Geschichten wie den Irakkrieg, Afghanistan, und die vielleicht jetzt auch in Friedenszeiten dann mal wieder ein bisschen zurückkehren zu Bewachungstätigkeiten. Ja? Aber für die gibt es dann auch nochmal andere gesetzliche Grundlagen, zum Beispiel Lizenzierungsverfahren. Und was haben wir nicht? Weil wir in Deutschland zum Beispiel, gibt es militärische Dienstleistungen laut Gesetz, nach Gesetz nicht. Mhm. Ja, es ist kein juristischer Begriff. Das heißt, ja, sowas existiert jetzt bei uns nicht. Wir haben
haben aber auch keine Sicherheitsfirmen, die jetzt aus deutsche Unternehmen, ne, die internationale Sicherheitsdienst. Moment, das ist ja ein Placebo fast. Also, ja gut, okay. Also es gibt da, es gibt eine Handvoll Firmen, die das, die sind aber auch nur auf den Zug aufgesprungen, Seesicherheit, ja, gibt's ganz dann. Die haben das kurz mal probiert und wie gesagt, Asgard ist dann eher so ein Hirngespinst der Beteiligten gewesen, ja, dass sie das machen wollen. Aber die haben da auch eben versucht, einfach nur auf diesen Zug aufzuspringen. Andere Firmen wie die Result, Risk, ja, wie heißt, ne? Result Group heißen die, ne? Ja, wir gucken das nach. Ja, also die Firma aus München, ja, die tatsächlich eine Zeit lang dann auch so auf ihre Leute auf Schiffe geschickt hat, ne? Ja. Die dann da eben so Schiffe bewacht begleitet haben. So, was also ein seriöses Geschäft war, ein tatsächliches Geschäft war und nicht einfach nur Propaganda oder halt so irgendwelche Märchen, die erzählt worden sind. Ich meine, bei Asgard, die waren zwar auch mal kurz im Irak, aber das war mal ganz knapp. Wir haben die Saudis bewacht. Und naja, egal. Jedenfalls, die sind eigentlich nur auf den Zug aufgesprungen, ja, und das ist wirklich nur eine Marginale jetzt für den deutschen Markt. Im Vergleich zum amerikanischen Markt. Genau. So, das heißt, und dass es in den USA oder in England dann auch so eine viel stärkere Regulierung gibt, hat mit der Tradition, mit der Geschichte, ne, dieser Branche in diesen Ländern zu tun. Ja, auch mit dem Staat, oder, sagen wir mal, dem Verhältnis von Staat und Öffentlichkeit zu tun. So, für uns ist es für Deutschland, für den das deutsche Verständnis des Gewaltenmonopols, ja, ist es ja eine relativ neue Geschichte eigentlich. Auch wenn hier die Branche, kannst du natürlich sagen, für Europa die ersten großen Sicherheitsunternehmen waren eben nach den schwedischen, dänischen dann auch die deutschen, ja, seit vor 120 Jahren oder so. Also die Wach- und Schließgesellschaften. Aber gut, das war aber über Jahrzehnte hat sich das darauf beschränkt, dass da eben halt nur Leute irgendwie als Pförtner tätig waren oder eben die Fabriktore zugemacht haben. Mehr nicht. So, dass wir hier jetzt auch so eine Entwicklung haben wie in den USA schon sehr viel länger der Fall ist, das ist ja relativ neu, wenn du so möchtest, wenn du so willst. Ja? Und das hat aber natürlich einfach, aber ich will jetzt nicht zu weit ausgreifen, das ist ja das Ergebnis von politischen Entscheidungen, ja? Also der Liberalisierung, Privatisierungspolitik und so weiter. Und da es hat man eben auch der Branche ermöglicht, ne, sich sozusagen unter diesen Prämissen, ja, einer Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarktpolitik zu profitieren. Ja, ob jetzt, das ist aber wirklich eine spannende Frage. Ich weiß, das kann man aber auch schwer jetzt beantworten, wie sich das weiterentwickeln wird. Sind wir jetzt in einem Moment, wo vielleicht der Zenit überschritten ist? Das will ich nämlich nicht ausschließen. Ja, wo sozusagen also die Branche eigentlich nicht mehr wachsen kann, zumindest diese klassische Bewachungsbranche mit dem vielen Personal, ja, und der Möglichkeit sozusagen im öffentlichen Raum hinein mehr Tätigkeiten auszuüben? Oder wird es noch weitergehen? Vor allem, wir wissen ja auch, es wird ja auch gerade im Rahmen der ganzen Corona-Pandemie diskutiert, also Entwicklung findet ja oft nicht linear statt, sondern exponentiell. Ja. Und das hat man ja vielleicht hier auch. Aber das Exponentielle muss sich ja nicht auf das Personal beziehen, ja? Sondern auf die, das ist die Gefahr. Also dass es hier sozusagen juristische Schranken gibt, dass wir hier eine Tradition eines Gewaltmonopols haben, bedeutet nicht, darauf möchte ich nicht hinaus, dass es da nicht auch eine qualitative Sprünge geben kann, die dann plötzlich doch diese Branche in eine ganz andere Position rücken. Aber das muss ja gar nicht auf dem Bereich des Bewachungsgewerbes stattfinden, sondern es findet in anderen Bereichen statt. Wenn jetzt hier Staat, ja, wie die Bundesrepublik Deutschland mit einer gewissen Tradition auch in der Verwaltung, ja, im Verhältnis zwischen Staat und Öffentlichkeit durch diese ganze Digitalisierung überfordert ist, das nicht auf die Reihe bekommt, ja, oder sich sozusagen eher dagegen verschließt, ja, dann könnte ja sein, dass da die Notwendigkeit, der Hilferuf, ne, an eine Branche, die einem da helfen kann, sehr viel größer. Also ich meine, wir sind doch heute so abhängig
Stichwort soziale Netzwerke von diesen großen globalen US-amerikanischen Konzernen. Vielleicht werden es in Zukunft chinesische Konzerne sein, von denen man abhängig ist. Ja, und es kann ja auch sein, dass sich genau in dem Sicherheitsbereich diese Abhängigkeit von diesen privaten Strukturen, weil die sehr viel weiter sind, da größer wird. Ja, also das im Klartext, das Problem sehe ich nicht in dem klassischen Bewachungsgewerbe als dem Teil des privaten Sektors, sondern eher in dem Teil, der jetzt Sicherheitstechnologien anbindet in der Lage ist, die Fähigkeiten hat, und da hast du auch eben gut ausgebildete Leute, zum Beispiel so eine digitale Infrastruktur zu schützen. Wir reden jetzt ja auch schon von immer mehr über kritische Infrastrukturen, wie gefährdet sie sind. Jetzt wissen wir, dass, weiß nicht wie viel, 80-90% der Infrastruktur sind privater Hand hier. Das heißt, die dürfen sich eigentlich unter gewissen, gesetzlichen Grenzen natürlich auch nochmal aussuchen, wer sie beschützt. Ja. Ja, und da wird also in Zukunft möglicherweise dieses klassische Bewachungsgewerbe ein immer kleinerer werdender Teil. Ich finde das total spannend. Also ich musste vorhin, wer zugeguckt hat, hat gesehen, dass ich geschmunzelt habe an der einen Stelle, weil du eigentlich die Argumentation des BDSW vorhin so ein bisschen zerstört hast. Das hat sich so ein bisschen angehört wie, das ist, wenn der kleinere Bruder so ein bisschen aufmüpfig werden kann, weil er weiß, dass er einen großen Bruder im Hintergrund hat. Also private Sicherheit, hast du ja gesagt, ohne staatliche Sicherheit nie funktioniert. Und man kann vielleicht auch als BDSW oder als einer der Branchenverbände schon ein bisschen lauter unterwegs sein, auch ein bisschen fordernder unterwegs sein, weil man weiß, dass sich an diesen Grundfesten ja nichts verändern wird, und dann lieber, weiß ich nicht, 150% fordern und 70% bekommen ist immer noch besser als 100% fordern und 50%. Übliche Strategie, klar. Genau. Da musste ich kurz schmunzeln, weil das zeigt ja, also man könnte jetzt böse sagen, dass das alles, was da passiert, von angefangen von der Bedeutung der privaten Sicherheitsbranche, von wir fordern mehr Rechte, wir müssen unbedingt zur kritischen Infrastruktur gehören, auch als private Sicherheitsdienstleister, könnte man ja sagen, ist alles, wenn man es böse formulieren will, eine große Marketingkampagne, um sein Geschäftsfeld zu erwirtschaften. Und naja, also ich glaube schon, aber wie gesagt, wenn das schließt nicht aus, ja, dass die staatlichen Sicherheitsbehörden, dass denen in bestimmten Bereichen tatsächlich so das Heft aus der Hand gleitet. Ja, also jetzt ich wiederhole mich, ne, der ganze Digitalbereich kann ja passieren. Also wenn man da jetzt nicht, also ich bin jetzt will da auch keine Werbung machen, bin auch nicht jemand, der jetzt dafür plädieren möchte, der Staat muss jetzt unheimlich viel in Digitalisierung, sonst droht uns der Weltuntergang. Nein, aber es ist ja tatsächlich, scheint ja so sich zu entwickeln, dass man in dem Bereich der Druck, sagen wir mal so, der Druck wächst, ja, dass der Staat sehr viel in diesen Infrastrukturbereich investiert. Ja. Vielleicht könnte man sogar schon sagen, er sollte das auch Selbsterhaltungstrieb insofern, ich meine, wenn so viele Bereiche schon in privater Hand sind, ja, wie funktionieren die eigentlich, muss man sich auch anschauen. Ja. Die funktionieren ja auch nie, haben noch nie ohne staatliche Investitionen funktioniert. Ja. Also auch wenn sie irgendwann privatisiert worden sind oder vom Privaten durchgeführt worden sind, dazu braucht ja übrigens eigentlich die private Privatwirtschaft, ja, oder privates Unternehmertum den Staat, damit der nämlich, na, dass die Gemeinschaft, die Allgemeinheit, erstmal die großen Investitionen tätigt, auf deren Basis man dann später profitieren kann. Na, da muss man selber nicht so viel investieren erstmal. So. Und das heißt, auch so eine digitale Infrastruktur, zu der jetzt irgendwie aufgefordert wird in der Öffentlichkeit, auch von Unternehmen, die wird dann ja trotzdem weiterhin wahrscheinlich von privaten Dienstleistern bevölkert sein. Ne? Das ist ja auch nach unserer Wirtschaftsverfassung auch so zulässig oder auch gewollt.